Ja, zumal das Sicherheitsgefühl ja auch immer eine subjektive Angelegenheit ist. Die AfD will aber nicht nur mehr Überwachung, sondern sie will mithilfe von Videokameras Kriminalität sogar bekämpfen, die ihrer Meinung nach vorwiegend von Ausländern ausgeht. Etwas differenzierter sieht der Antrag der CDU aus, die nämlich auf ausgewählten öffentlichen Plätzen für mehr Sicherheit sorgen will, mithilfe von mehr Videoüberwachung. Im Blick hat die CDU dabei vor allem die großen Städte entlang der A4, also Erfurt, Jena und Gera, wo es bestimmte Straßen und Plätze geben soll, die sich als Kriminalitätsschwerpunkte herauskristallisiert hätten. Als Beispiele werden in Erfurt der Bahnhofsvorplatz, die Fußgängerzone rund um den Anger oder die Magdeburger Allee genannt. In Gera soll ein Schwerpunkt die Heinrichstraße sein. Auch in Suhl oder Apolda gibt es laut CDU Brennpunkte, die einer intensiveren Überwachung bedürfen. Deshalb hat die CDU einen Antrag hier in den Landtag eingebracht, der kontrovers diskutiert wurde. Und Kai Fuchsberger fasst die Debatte zusammen. Hauptargument der CDU für die Ausweitung der Videoüberwachung ist, an Schwerpunktplätzen sei die Kriminalität sprunghaft angestiegen. Jeder Mensch habe das Recht, sich angstfrei zu bewegen, sagte der innenpolitische Sprecher Raimund Walk. Wir sehen die Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen als einen Baustein, als einen Beitrag in der polizeilich-städtischen und der staatlich-kommunalen Sicherheitsarchitektur. Und nicht zuletzt, wir wollen die Menschen einbinden, wir wollen auf deren Meinung hören. Die rot-rot-grüne Regierungskoalition hat die Ausweitung der Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen in Thüringen abgelehnt. Der linke Innenpolitiker Steffen Dittes nennt zur Begründung ein Beispiel. In Berlin 15.000 Videokameras konnten nicht verhindern, dass Anis Amri vor etwa einem Jahr diesen schändlichen Terroranschlag begangen konnte. Das Gegenteil war bei der Fall. Er hat die Öffentlichkeit über diese Videoüberwachung gesucht und hat noch den IS-Gruß in die Öffentlichkeit und die Sicherheitsbehörden gesandt. Für die SPD machen solche Kameras nur Sinn, wenn sie auch ständig von Polizisten überwacht und kontrolliert werden. Das ist aber oft nicht der Fall. Das ist auch möglicherweise eine negative Auswirkung, dass man sich auf Hilfe verlässt, die aber normalerweise nicht zeitgleich, schon gar nicht, aber auch nicht zeitnah unbedingt kommt. Die AfD ist für mehr Videoüberwachung, möglichst mit Gesichtserkennung, weil sie ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis bei den Menschen sieht. Ihrer Ansicht nach sind die Straftaten angestiegen, vor allem durch Migranten. Wissen Sie, was möglich wäre? Kriminalität aus diesem Land, von diesem Land fernzuhalten, indem man zum Beispiel Grenzen sichert, indem man ausländische Gefährder konsequent abschiebt. Ja? Und natürlich, Herr Adams, indem man zum Beispiel Intensivstraftäter, und glauben Sie mir, die soll es geben, die soll es sogar hier in Thüringen geben, indem man Intensivstraftäter konsequent verfolgt. Ein Straftäter ist jemand, der eine Straftat begeht. Ja? Und was Sie erkennen wollen, ist eine Person aus einer Datei. Sie wollen einer Person, die mal in eine Datei aufgenommen worden ist, ein Stigma aufdrücken. Innenstaatssekretär Udo Götze hat klargestellt, dass das Thema Videoüberwachung im öffentlichen Raum gar kein Thema für den Landtag oder auch die Landesregierung sei. Verantwortlich sind die örtlich zuständigen Polizeibehörden, die diese Entscheidung in enger Abstimmung mit der Kommune aufgrund der bestehenden gesetzlichen Grundlagen zu treffen haben. Auch wenn Rot-Rot-Grün die Ausweitung der Videoüberwachung abgelehnt hat, die Debatte darüber wird mit Sicherheit weitergehen. Ebenfalls abgelehnt wurde ein Antrag der CDU-Fraktion, der sich mit Mobilfunklöchern beschäftigt hat, die es ja in Thüringen zweifellos noch gibt. Aber für die Beseitigung sei eben der Bund und nicht das Land Thüringen verantwortlich, sagte Wirtschaftsminister Tiefensee. Ja, und nach so viel Ablehnung gab es dann auch noch eine Erfolgsmeldung, und zwar für einen gemeinsamen Antrag von CDU und den drei Regierungsparteien. Kommt ja selten genug vor. Es geht um die Rehabilitierung von politisch Verfolgten in der DDR und dass die kein Verfallsdatum haben dürfe. Darin ist man sich hier im Landtag einig. Weil es wichtig ist, denen, die als Opfer die DDR überstanden haben oder die Zeit der sowjetischen Besatzungszone, diese Rechte noch weiterhin zugesprochen werden, um diese Rehabilitation in Anspruch zu nehmen. Natürlich ist das ein exorbitanter Teil unseres Koalitionsvertrages. Und unabhängig davon sagen wir natürlich, dass es kein Verfallsdatum geben darf für Aufarbeitung und auch nicht für Entschädigung von Opfern.
Ja, und das war's für 2017 aus dem Landtag. Die Abgeordneten verabschieden sich in den Weihnachtsurlaub. Ich leider noch nicht, sondern gebe erstmal zu euch zurück ins Studio.